Willkommen in der Malerei Klaus Kirchbaumer. Wir sind ein Familienbetrieb seit 1968, da wo ich den Betrieb gegründet habe, den meine Tochter jetzt seit 2005 fortsetzt und sie will jetzt auch mit mehr Technik das Moderne mehr forcieren. Ich hatte immer schon eine Vorliebe für Besonderes und so wurde mein Interesse und meine Tätigkeit auf Spachteltechniken, Natursteinimitationen aus mineralischem Material und Tapezierungen gelenkt. Zusätzlich, wenn der Wunsch besteht, kümmere ich mich auch gerne um Ihre Raumgestaltung. Ob bei der Frage der richtigen Farbe oder Tapete oder ein besonderes Möbelstück oder sogar bei der richtigen Beleuchtung stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Unser oberstes Gebot ist es natürlich, den Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir nehmen uns Zeit für ein Beratungsgespräch und anschließend folgt die fachgerechte Umsetzung durch unsere tüchtigen Mitarbeiter. Denn schließlich sollen die Kunden rundum zufrieden sein. Jasmin hat auch meine Wohnung farblich gestaltet. Alle Besucher waren total inspiriert. Sie ist total kreativ und innovativ und sie hat totales Talent, mit wenig total viel zu bewirken. Mit der Firma Malerei Kirchbaumer haben wir schon seit Jahrzehnten einen Partner, der für uns speziell in den Wohnungssanierungen, auch im Bereich der Stiegenhausmalerarbeiten zur Verfügung steht und die Arbeiten also verlässlich und sauber abwickelt. Mehrere Projekte haben wir schon gemeinsam realisiert und gerne verwenden wir natürlich im Inneneinrichtungsbereich schöne Tapeten, wie diese ausgefallene Tapete mit ungeschliffenen Glasperlen. Die Firma Malerei Kirchbaumer kann diese alle realisieren. Die Liebe zur Natur und zu den Tieren fließt auch in meine Bilder ein. Es geht hauptsächlich um Fische, Vögel und Landschaften. Unter anderem habe ich mich auch spezialisiert auf die Sanierung von Bädern und WCs. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns vorbeischauen und sich bei einem Glas Prosecco oder einem guten Kaffee von der Vielfältigkeit der Farben und der Malerei überzeugen lassen.